Hallo und herzlich willkommen zu unserer Nerdschule. Heute mit Trivia Facts zu Zelda. Wir quatschen jetzt nicht lang rum, sondern los geht's! Erschaffer der Zelda-Reihe ist der Mann, der auch Mario, Donkey Kong, die Pikmin und F-Zero erfunden hat. Shigeru Miyamoto. Er kam auf die Idee dazu, als er sich an seine Kindheit zurückerinnerte, in der er häufig wandern ging und sich verlief. Dabei entdeckte er eines Tages irgendwann ein Höhlensystem, das er mit einer Lampe auskundschaftete. Die Erfahrung, die er dabei machte, wollte er auch Spielern verschaffen und entwickelte basierend darauf dann Zelda. Es gibt seit 1986 insgesamt 17 offizielle The Legend of Zelda-Teile und diverse Ableger. Zu letzteren zählen unter anderem auch die 3D-Version von beispielsweise Majora's Mask. Neben Nintendo Entertainment Analysis und Development, kurz Nintendo EAD, ist Flagship Capcom der einzige Entwickler, der Spiele der Hauptreihe programmieren durfte. Nämlich Oracle of Seasons and Ages, A Link to the Past and Four Swords und The Minish Cap. Mit über 60 Millionen verkauften Exemplaren gilt The Legend of Zelda als die erfolgreichste Action-Adventure-Reihe der Welt. Ocarina of Time für den N64 ist mit 7,6 Millionen verkauften Spielen der erfolgreichste Teil der Reihe. Bisher ist für jede Spielekonsole von Nintendo mit Ausnahme des Virtual Boy und die Wii U auch ein Zelda-Spiel erschienen. Für die Wii U soll es bald aber auch soweit sein. Übrigens hat Zelda ihren Namen von der Frau des Autors von The Great Gatsby, Zelda Sarah Fitzgerald. Miyamoto gefiel einfach der Klang. Bei Link gibt es zwei Ursprünge zum Namen. Einmal heißt er Link, da er den Spieler mit dem Spiel verbinden soll. Zum zweiten Ursprung kommen wir etwas später noch. Sein Aussehen hat er übrigens angeblich Peter Pan zu verdanken, von dem Miyamoto ein großer Fan ist. Mario und Zelda wurden zur gleichen Zeit entwickelt. So konnte Miyamoto bei neuen Ideen entscheiden, welchem Spiel sie zugutekommen sollten und wohin sie am besten passten. Zum Sidescroller oder zum gegenteiligen Open-World-Game. Dabei entstanden dann kleinere Crossover. So lehnt sich der Endgegner Manhandler in Zelda an Marios Piranha-Pflanzen an. The Legend of Zelda aus 1986 für das NES war das erste Konsolenspiel außerhalb Japans, das eine Batterie in seinem Modul hatte. Dadurch war es erstmalig möglich, bei einer Konsole seinen Spielstand zu speichern. Ebenfalls zum ersten Mal war durch die offene Welt ein nicht-lineares Spielen möglich und das neue Inventarsystem ermöglichte es, Rätsel mit Gegenständen daraus zu lösen. Die ersten 5 Dungeons sind wie Buchstaben geformt, die den Namen Zelda ergeben. Übrigens gibt es auch einen Dungeon, der wie das Hakenkreuz geformt ist. Aber keine Sorge, Link ist kein Nazi! Das Kreuz ist umgedreht, heißt in Japan Manji und steht für Reichtum und Glück. 1995 veröffentlichte Nintendo eine Version des ersten Teils für den SNES, bei dem Grafik und Geräusche über die Konsole kamen, aber die Musik und eine Erzählerstimme über das Nintendo Satellaview. Das Spiel wurde wie ein Fernsehprogramm als Serie über Satellit ausgestrahlt. Jede Woche wurde ein Labyrinth zugänglich gemacht, bei dem der Spieler eine Stunde Zeit hatte, es zu bezwingen. Anhand des Sprechers konnten dann Special-Objekte gefunden werden oder es wurden Ereignisse ausgelöst. In A Link to the Past, dem dritten Teil, gibt es einen versteckten Raum, der nach Chris Hulien benannt ist. Diesen erreicht man nur nach einem komplizierten Prozedere und Auseinandersetzungen mit Programmierfehlern. Concept Art, die Zelda in futuristischer Kleidung zeigt, lässt darauf schließen, dass man in A Link to the Past nicht nur in zwei Welten, also der Schatten- und der Lichtwelt, spielen konnte, sondern auch durch die Zeit hätte reisen können. Miyamoto erwähnte dazu auch mal in einem Interview, dass das Triforce früher Computerchips darstellen sollte. Und hier kommt auch der zweite Ursprung von Links Namen ins Spiel. Link heißt Link, weil er die Zeiten verbinden soll, in denen die Spiele gespielt hätten. Der vierte Teil, Link's Awakening, hat in seinem Remake DX nicht nur einen versteckten Raum, sondern gleich einen ganzen Dungeon. Er ist nur über den Game Boy Color freizuschalten und basiert auf Farbrätseln. Bei dieser Version wurden für Deutschland übrigens sexuelle Anspielungen in Dialogen und das verlorene Bikini-Oberteil einer Meerjungfrau in eine Perlenkette umgeändert. Dies ist aber nicht die einzige Zensur bzw. Anpassung, die in der Zelda-Reihe passiert ist. In früheren Versionen von Ocarina of Time, dem 1998 erschienenen fünften Teil der Reihe, enthielt die Hintergrundmusik im Feuertempel gesungene Koranverse, die später aber durch eine generische Musik ersetzt wurden. Beinahe hätte das vielleicht beste Spiel aus der Reihe nicht so ausgesehen, wie wir es heute kennen, denn ursprünglich sollte Ocarina of Time aus der Ego-Perspektive herausgespielt werden. Miyamoto verwarf diese Idee allerdings recht schnell wieder, weil man Link beim Spielen sehen sollte. Zitat: Er sieht einfach zu cool aus. Noch eine Idee, die Miyamoto schnell wieder verworfen hat, hat mit der Spielwelt zu tun. Es war angedacht, dass diese, wie bei Mario 64, nur in einem Schloss stattfinden sollte und Link-Ebenen, wie beispielsweise das Gerudo-Tal, nur über Gemälde erreicht.
Von dieser Idee ist dann nur der Kampf gegen Ganon übrig geblieben, der mit seinem Pferd aus Gemälden auftaucht und wieder verschwindet. Es gibt eine offizielle Zeitlinie in den Spielen, um alle Teile miteinander zu verbinden. Diese teilt sich nach Ocarina of Time je nach Spielverlauf in drei weitere. Die Geister aus Majora's Mask, die Ranch überfallen, sind nicht frei erfunden, sondern haben einen echten Ursprung und basieren auf den in den 50er Jahren gesichteten Flatwood-Monstern. Wir wissen ja alle, dass Link eigentlich nicht spricht, also in der offiziellen Reihe. Aber es gibt Ausnahmen, und zwar das erste Mal in Wind Waker, dem 9. Teil der Reihe. Come on! Come on! Ja, okay, nach einem Übersetzungsfehler hat Link schon im 2. Teil gesprochen. Dort steht bei dem Fund eines Spiegels nämlich nicht wie beabsichtigt, you got a mirror, sondern I found a mirror under the table. Wind Waker hatte es aufgrund seiner Comic-Grafik vor allem in Europa schwer. Nintendo bat darauf, Aonuma und Miyamoto bei dem eigentlich schon geplanten Wind Waker 2 die Grafik auszubessern. Dies wurde dann auch gemacht, auch wenn es kein Wind Waker 2 gibt, denn aus dem Konzept wurde schließlich Twilight Princess. Apropos Twilight Princess, der 13. Teil wurde in Werbung und bei der Präsentation auf der E3 mit Musik aus Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger promotet. Also er war nicht dabei, aber die Musik kommt aus dem Film, wo er mitgespielt hat. Generell verantwortlich für die Musik war bei fast allen Teilen der Hauptreihe Koji Kondo. Ob er auch das Conan-Lied gewählt hat, ist nicht überliefert. Bei dem auf SNES erschienenen 3. Teil der Reihe, Link to the Past, war die Technik schon so weit fortgeschritten, dass die Musik nicht am Computer entstand. Stattdessen wurde sie von einem Orchester eingespielt und dann digitalisiert. In diesem Teil kamen auch Zelda-typische Stücke wie das Wiegenlied und die Themen von Ganondorf, Kakariko und dem Hyrule-Schloss das erste Mal vor. Zelda hat ein immer wiederkehrendes musikalisches Hauptthema, das in der Oberwelt zum Tragen kommt. Ausnahmen bilden Ocarina of Time und Twilight Princess. Für die beiden Teile wurde ein extra Thema komponiert, welches aber auf dem normalen aufbaut. Die Musikstücke aus Ocarina of Time wurden nur auf Basis der 5 Ocarina-Töne komponiert. Es gibt 11 mit Einwilligung von Nintendo erschienene Manga zu The Legend of Zelda, die sich mit 9 Teilen der Spielereihe auseinandersetzen. Gezeichnet wurden sie unter dem Pseudonym Akira Himekawa. Hinter dem Namen stecken die beiden Mangaka Honda und Nagano. Es gibt eine 13-teilige Zeichentrickserie von Zelda, die Ende der 80er in der Super Mario Bros. Super Show gezeigt wurde. Die Serie basierte auf den ersten beiden Teilen der The Legend of Zelda-Reihe, hielt sich aber nicht wirklich an die Charakterzüge von Zelda und Link. Er war selbstbewusst und auf einen Kuss von der Prinzessin aus, während sie hochnäsig und eingebildet dargestellt wurde. Neben diesem Cartoon hatten die beiden auch noch 4 Cameo-Auftritte in der Serie Captain N. Das war aber nicht der einzige Cameo von Link. Unter anderem findet er auch noch Erwähnung in World of Warcraft, Donkey Kong Country 2, Final Fantasy 1, Rayman 3, LOL, Magica, Skyrim, Guild Wars 2, Kirby und vielen, vielen anderen Titeln. 2005 bekam Link sogar einen Stern auf dem Walk of Fame, vielleicht für diese Performance hier. Ja, wie viele Fakten kanntet ihr? Waren neue für euch dabei? Wenn ihr mehr Fakten haben wollt, dann schaut doch mal hier oben, wenn ihr auf das i klickt, auf unsere Trivia Facts zu Comics rein. Ansonsten hier noch eine normale Nerdschule. Ja, das war's. Alles weitere unten in der Beschreibung. Ich bin Philippe und macht es gut. Tschüss. Thank you.